Von Burnout liest man immer wieder mal bei Lehrpersonen und Berufseinsteigern. Aber wenn man dann im persönlichen Umfeld eigene Leute und Bekannte erlebt, wie die ein quasi Burnout haben und auch professionelle Hilfe holen, dann macht man sich wirklich Sorgen, dass das immer mehr Leuten passieren kann. Und heute möchte ich einfach 7 Tipps zeigen, wie ich persönlich es tue, damit ich kein Burnout bekomme. Und hoffentlich hilft das einigen von euch. Nummer 1. Ich arbeite nur in der Schule. Ich versuche möglichst zu vermeiden, dass ich zu Hause arbeite, weil mein Zuhause ist meine persönliche Erholungsoase und dort, wo ich versuche, die Schule zu vergessen, so gut wie es geht. Und wenn ich in der Schule bin, bin ich wirklich präsent und effizient und zu Hause, da tue ich mich einfach wirklich nur ausstrecken und mein anderes Leben genießen, außer das Lehrersein. Punkt Nummer 2. Ich lege fixe Arbeitszeiten für mich selbst fest. Bei mir persönlich ist das jetzt 17, 18 Uhr, montags bis freitags und Wochenends mache ich wirklich seit 3 Jahren bald nichts für die Schule. Das heißt, Wochenende ist für mich echte Erholungszeit. Und für viele klingt das vielleicht unrealistisch, aber nur schon, wenn man sich das Ziel steckt, dass man diese fixen Arbeitszeiten hat, montags bis freitags, dann ändert sich schon der Fokus einfach, wie man arbeitet. Wenn ich weiß, ich will heute um 17, 18 Uhr rausgehen, weil ich habe um 18 Uhr abgemacht oder ich treffe da meine Familie, gehe mich um meine Kinder kümmern, was auch immer, dann arbeitet man auf eine ganz andere Art und setzt ganz anders die Prioritäten und ist auch viel mal eher mal bereit, Abstriche zu machen. Punkt Nummer 3 betrifft die Unterrichtsvorbereitung. Und hier finde ich, probieren geht über studieren. Im Studium hast du dich so intensiv mit Didaktik und Pädagogik auseinandergesetzt und hast alles minutiös geplant, aber im echten Schulalltag hast du nicht immer Zeit für diese Planung. Das ist auch da, wo die meisten Lehrpersonen sich selbst verlieren in der Zeit, weil sie einfach stundenlang vorbereiten. Und mein Credo gerade im Berufseinstieg ist, probier einfach mal, plan etwas, zack, 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 ich mach's etwa so und dann, wenn du siehst, es klappt nicht, dann geht's mal halt in die Hose. Was soll's, dann machst du es nächstes Mal besser, aber du hast nicht die Zeit im echten Berufsalltag der Person, immer alles perfekt, so wie im Studium zu machen. Also mach einfach mal und die einen Sachen werden gut gehen, andere werden schlechter gehen, aber du hast dann immer noch Zeit, um wieder zu korrigieren. Punkt Nummer 4. Schau, dass du für die Eltern nur begrenzt erreichbar bist. Für mich persönlich heißt das in allererster Linie per E-Mail und wenn telefonisch, dann habe ich eine zweite Telefonnummer, die nur für die Schule gedacht ist. Und dieses Telefon ist spätestens auch ab 17, 18 Uhr ist es einfach abgestellt. Das heißt, ab 17, 18 Uhr sind Eltern, können mich nicht erreichen und am Wochenende sowieso auch nicht. Punkt Nummer 5. In der Schule passieren so viele unvorhergesehene Dinge. Und da kann es sein, dass ein Unterricht ausfällt, dass gewisse Themen nicht erreicht werden können. Und hier musst du einfach bereit sein, Abstriche zu machen. Auch ich, heute bin ich in die Schule gekommen und meine To-Do-Liste ist so riesig und ich weiß genau, ich werde nicht fertig mit all diesen Dingen heute. Und ich bin einfach bereit, die Kosten einzugehen, dass wenn ich heute um 17 Uhr aus dem Schulhaus rauslaufe und vielleicht die nächsten 2, 3 Tage gewisse Aufgaben auch nicht hinkriegen werde, dass das einfach nicht stattfinden wird, nicht klappen wird, nicht in der Qualität klappen wird, wie ich es eigentlich gerne hätte. Und ich bin bereit, diese Kosten einzugehen. Denn die anderen Kosten wären meine persönliche Gesundheit. Punkt Nummer 6 ist, täglich bei der Arbeit kleine Pausen zu machen. Auch ich habe oft früher die ganzen kleinen Pausen, die Mittagspause, Vollgas durchgearbeitet, weil ich dachte, ich muss durchkommen mit dem Zeug und so weiter. Aber damals war ich noch viel erschöpfter und auch heute bin ich noch sehr erschöpft, obwohl ich Pausen mache. Aber nur schon zwischendurch 5 Minuten oder mal über Mittag 1 Stunde richtig ausatmen, vielleicht rausgehen, mit einem guten Freund ein bisschen Zeit verbringen in der Schule, wenn man jemanden hat, mit dem man sich sehr gut versteht. Einfach so diese kurze Erholungszeit und das Gehirn kurz runterfahren von dem Schulalltag bringt einfach ein bisschen Erholung und Ausgeglichenheit und Gelassenheit im Alltag. So, und der letzte 7. Punkt mag ein bisschen paradox erscheinen und der bedeutet für mich einfach immer wieder neue Dinge zu lernen. Wenn es geht, täglich, aber einfach schauen, dass man gewisse Rituale entwickelt, wo man neue Dinge lernt. Und es muss nicht immer mit der Schule zu tun haben. Es kann sein, täglich ein bisschen Buch zu lesen in der Zugfahrt oder Musik zu machen, einen Tanzkurs zu besuchen, TED-Talks zu schauen. Einfach dein Gehirn füttern, denn was du im Schulalltag machst, ist vor allem geben. Du gibst, du gibst, du gibst. Das geht irgendwann auf deine persönliche Essenz
Und intellektuell brauchst du einfach auch wieder aufgeladene Batterien. Das bedeutet einfach, dass du neue Inputs holst und die Dinge neu lernst, die dich interessieren. Und das wird dir auch wieder die nötige Motivation geben, um wieder Vollgas arbeiten zu gehen. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Schaut bitte, eure Gesundheit ist viel, viel wichtiger als die Arbeit. Ihr könnt noch so viel arbeiten und noch so perfekten Unterricht machen. Wenn ihr nicht mehr gesund seid, dann hilft es niemandem und euch vor allem selbst überhaupt nicht. Bis bald, macht's gut. Ciao.